Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Also bei mir ist es jetzt guten Morgen. Ja, herzlich willkommen zu Svens Moba. Ja, ich bin auf dem Weg nach Dortmund zur internationalen Modellbauausstellung. Und ja, damit nehme ich euch jetzt mal mit. Ich werde euch ein bisschen durch die Hallen führen, werde euch zeigen, was es so gibt. Unter anderem auch die Modelleisenbahn oder vielmehr die Modelleisenbahn. Händler, die da ausstellen. Unter anderem auch Modellbahnanlagen. Ich hoffe, da ist genug vorhanden, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. So, mein Handy ist in der Freisprecheinrichtung, deswegen ist es ein bisschen schief. Ich fahre jetzt schön nach Dortmund und wenn ich dann da bin, dann geht's los. Also habt viel Spaß dabei. Ciao! Ja. Der hat die Kipplung und die sind schon alle weg gewesen.
Aber für die Spiegel vor allen Dingen habe ich gedacht, das ist gar nicht schlecht. Wenn es wirklich so abläuft, ne? Ja, gerade bei so einem blöden Wetter, wo es so. Da hast du gar nicht weg, und schon kann ich eben. Aber was ich sage, wenn du da greift, dann nimmst du wieder anders Zeug, das ist immer so. Aber wenn man sieht, ich war. Man von uns die Brilleglaserei, ne? Das ist unser Opti. Locomotive makes manner in the station, so we can keep the crossing open. It will be closed when the train wants to leave the station, or when a train wants to enter the station. So the locomotive will come back to our train now, and the train will be ready for departure. So it's. Die Explosion ist aber wieder ein bisschen. During the trains leave the station, I will explain the story of this station. This is a station that don't exist. But the three main buildings. Thank you.
Whoa. Yeah. Ja, aber sehr schön. Sehr schön. Oh, die überlegen gerade, wie sie weiterfahren wollen. Oh ja, Tatsache. Auch in die Ecke da rechts. Ah, da steht auch einer, genau. Und hier ist noch ein Vogel auf dem Dach. Vogel, ja, eine Katze auf dem Dach. Da drüben ist die Katze. Ja, genau. Schwarze Katze. Ja. Ja, und schon sind wir wieder von der Messe runter. Ja, ich muss dazu der Messe sagen, eine wunderschöne Messe. Wieder viele Anlagen und viele Aussteller, die da waren, auch wo man kaufen konnte. Ich habe euch leider nur einen Bruchteil zeigen können. Es war ziemlich voll an diesem Tag, an dem letzten Tag, dem Sonntag, den 21. Und ja, da konnte man groß kaum an die Anlagen dran und gescheit filmen. Man wollte natürlich auch selber noch ein bisschen rumgucken und ja, ein bisschen shoppen. Und da konnte ich nur einen kleinen Bruchteil filmen. Aber wenn ihr weiter bei YouTube mal gucken tut, da findet ihr mit Sicherheit auch noch weitere Videos, wo die Anlagen zum Teil ausführlicher vorgestellt werden und vielleicht auch noch mehr von der Messe zu sehen ist. Ich kann es euch nur empfehlen, dort mal vorbeizugehen, wenn ihr vielleicht mal in der Nähe seid oder ihr es vorhabt, dorthin zu gehen, tut es einfach mal. Nächstes Jahr soll sie stattfinden vom 10.04. bis 13.04. Also haltet euch dieses Datum schon mal fest und vielleicht könnt ihr ja mal vorbeischneiden. Ja, ich war natürlich auf der Messe auch nicht untätig und habe ein bisschen Geld ausgegeben und habe mir von einer Firma aus Tschechien Wagen gekauft, von der ich eigentlich auch noch nie was gehört habe. Aber ich muss wirklich sagen, wo ich die Wagen in der Hand hatte, sie haben einen sehr guten Eindruck gemacht, auch vom detailreichen Bedruckungen her. Die sehen wirklich perfekt aus. Und wenn man diese Wagen jetzt mal mit den Wagen von Märklin vergleicht, vom preislichen her, alleine auch mit Rocco vergleicht, sind die vom Preis also unschlagbar.
Ich habe sie jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe sie jetzt hier und zwar von der Firma Ikra Modell. Wie gesagt, diese Firma kommt aus Tschechien. Das sind Vierachs-Containerwagen mit Drehgestellen drunter und wo zwei 40-Fuß-Container drauf passen. Das sind jeweils zwei Stück. Einmal, wie gesagt, in dieser Version. Und das andere ist mit Hamburg Süd und der K-Line Container. Ja, habe ich einen Kassenzettel noch drin. Mit der K-Line Linie. Einmal dieses Modell. Und wenn wir schon dabei sind, packe ich das andere auch gleich nochmal aus. Dann seht ihr das andere auch nochmal. Und dieses hier. Das ist auf Gleichstrombasis, die Radsätze. Ich habe schon mal geguckt, Radsätze bietet die Firma Ikra Modell nicht an. Habe ich jedenfalls nicht auf der Internetseite gefunden. Ich habe aber schon mal so ein bisschen reingeguckt. Man könnte rein theoretisch, wenn der Radsatz nicht voll isoliert ist, auf einer Seite die Isolierung abmachen. So wie ich das gesehen habe, sind die nur einseitig isoliert. Und man könnte aus diesen Gleichstromachsen Wechselstromachsen machen. Aber das mache ich nicht mehr in diesem Video. Das wird wahrscheinlich dann in irgendeinem anderen Video mal kommen. Dann werde ich euch das zeigen, weil meine Anlage ist ja rückmeldefähig. Und wenn ich Gleichstromachsen draufstelle, dann funktioniert das System schon nicht mehr. Und ich habe Probleme, beziehungsweise mein Computer hat Probleme, die Wagen zu erkennen und stellt mir vielleicht unter den Wagen schon die Weiche um, weil er denkt, der Fahrweg ist frei. Und ja, dann haben wir das große Malheur. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir kommen so langsam zum Ende mit dem Video. Eine Kleinigkeit habe ich noch und zwar ist das jetzt das letzte Video. Das letzte Video, ja, vor meiner Sommerpause. Es geht im Garten wieder weiter. Es wird draußen wärmer, die Natur blüht und sprießt. Man hat im Garten viel zu tun und abgesehen davon will ich bei schönem Wetter nicht im Keller hocken und an meiner Modelleisenbahn basteln. Es sei denn, wir haben mal wirklich richtig schlechtes, mieses Wetter. Dann mache ich natürlich an der Muba weiter. Ob ich dann natürlich weiter filmen werde oder euch das dann später, wenn es zur Winterzeit weitergeht, dann einen kleinen Rückblick mache, das weiß ich noch nicht. Ihr könnt mich auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt, mich weiterempfehlen, dann verpasst das auf jeden Fall nicht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war das letzte Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wünsche euch eine schöne Sommerzeit, genießt sie und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich im Oktober erst wieder. Bis dahin könnt ihr die Videos angucken, die schon produziert sind, die schon auf YouTube sind, auf meinem Kanal. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Sommerzeit, macht's gut, passt auf euch auf, bis dann, ciao! We'll be right back.